Und gleich legen wir los. Ja. Was war das? Runter. Zur nächsten Feed the Beast Ultimate Folge alleine mal wieder. Danach noch müsst ihr sechs Folgen mich alleine ertragen. Dann seid ihr mich los alleine. Dann sind auch die anderen Chaoten hier anwesend. Ja, die anderen Chaoten sind auch wieder anwesend. Also, ich war hier gerade beim letzten Mal. War ich ja hier gerade sozusagen, dass ich laut habe, was ich wohl nach den Sommerferien oder ich weiß nicht, da lassen wir mal die Zeit raus. Machen werde sozusagen. Und an sich würde ich hier da sozusagen an sich in ein BW gehen. Ich sage jetzt nicht welches, hallo. Standort verraten. Auch wenn auf meinem Steam-Profil was steht, was mein Standort verrät, in der Nähe. Das ist nur eine Stadt in der Nähe. Ich hole dich in dieser Stadt. Ihr könnt ja die Stadt ablaufen, ihr werdet mich da nicht finden. Gleich mal, wenn ich da mal einkaufen gehe. Aber sonst ja nicht. Okay, also. An sich würde ich ja an sich in so BW gehen, aber an sich soll ich da selber probeweise an sich selber wohnen, soll ich da eigentlich. Und ich selber habe eigentlich kein Wort, meine Mutter sagt, ich soll so Tropfstein, mir wird gesagt, ich soll es Tropfstein mal ausprobieren, meine Mutter sagt an sich eh, dass ich, das ist doch eh wichtiger als das, was ich hier mache. Aber ich selber habe jetzt nicht so wirklich deswegen, dass ich das LP jetzt nicht so auslassen will, deswegen. Sondern eigentlich, weil ich keinen Bock habe auf solche Wohngesellschaften. Ich meine, an sich ist es ja so ein. Ist halt so eine Wohngesellschaft. Sachen sind es ja wohl so. Aber sowas habe ich an sich selber keinen Bock. Sieht nicht daran, dass ich das Let's Play vielleicht eigentlich auch ein bisschen, aber nicht Hauptrolle. Ich habe keinen Bock auf sowas. An sich soll ich es halt trotzdem testen. Also, ich weiß nicht genau, wie lange es sozusagen wäre. Und ob ich meine. In sich sozusagen. Was über ist, an sich haben die ja gesagt, sie würden zwei Heimfahrten bezahlen. Und ich meine, ich hoffe jetzt ist, das müsste eigentlich wohl hoffentlich, wenn ich will ja eigentlich, steht es nicht hundertprozentig fest, eigentlich auch, würde sagen, hundertprozentig nicht. Von meiner Seite aus hundertprozentig gehe ich da nicht hin und wohne dort. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf sowas. Da zu wohnen oder sowas will ich nicht. Will ich eigentlich gar nicht. Also, deswegen würde es vielleicht sonst LP betreffen, wenn ich sozusagen da wohnen würde, aber von meiner Seite aus will ich hier eigentlich nicht. Also, da, ich meine, an sich sollte man es ja testen und deswegen weiß ich nicht, ob es könnte dann vielleicht sein, sozusagen, dass dieser Zeitraum vielleicht ausfällt, weil wir es wohl dafür nicht schaffen würden, ja. Dort, ich meine, halt sozusagen das vorproduzieren. Ich weiß aktuell auch nicht, ich meine, an sich mache ich hier schon alleine Tates. Ja, an sich hat der Toledo, aber mal, ich meine, der. Mal gesagt, dass er wohl vielleicht auch noch wegfährt, aber er weiß nicht, wann sie wegfahren. Deswegen ne, weiß man auch gerade nichts genaues, ob der vielleicht. Kommt der Zombie jetzt? Zombie! Zombie! Zombie an meiner Tür! Der Folgenname, Zombie an meiner Tür. Ich finde es so praktisch, dass die Bildersache wieder laufen. Ich hatte aber eine Zelle, dass ich mein Bändchen Bild gemacht habe, dass er nur ein Schwarzbild einfach war. Eigentlich mal eine Frage. Nein. Da vorne. Hallo Zombie. Na, Zombie. So, leg dich hin! Hat sich hingelegt. Nach drei Schlägen. Komm mal, null. Null weg. Dann haben wir sicher die Anzahl. Aber ich meine, weil an sich könnte es wohl dann sehr sein, dass man an sich, weil wenn ich hier nicht da bin, das wäre sozusagen die Sache gerade. Weil ich der Hauptleiter dieser Sache ja nicht bin. Und wenn ich nicht da bin, wäre ich mehr. In den Server anschmeißt, weil an sich haben wir ja hier drauf, läuft eigentlich auch sozusagen sonst, wenn Leute sozusagen dann vielleicht den Server hier spielen, halt der Server ist nicht möglich, dass ich das machen kann. Ich meine, wir haben hier keine Allier Protection, wir können es nicht schaffen. Sozusagen an sich ist das hier ein Plugins-Server, wir haben eine Plugins-Mod-Datei, dass wir Plugins und Mods haben. Wie ihr seht, wie es hier, wir haben ein World Edit drauf.
Damit werde ich wohl eigentlich auch sozusagen, wenn wir das Dach haben, auch das wegmachen. Das Wasser. Weil ich habe auch fürs LP sozusagen eher halt als eher als Danger sozusagen, weil ich würde, das würde lange dauern, das ganze Wasser da abzupumpen. Also das würde lange sich dauern und das ganze Wasser muss ja auch sich degenerieren. Das könnte auch noch dauern. Zumindest hat mir das, wenn eine Travi nur so ein paar Wasserzeug hat, da wird es einfach teilweise gedauert und es hat gehakelt. Nicht nur das Spiel hat gehakelt, auch das Server hat gehakelt teilweise. Ich weiß nicht mehr, ob es an sich noch schon auf dem. Da liest es, glaube ich, nur noch den Server von. Wo halt sozusagen einer der Leute von der Seite hat mir dann sicher mal so einen Zutuftteil gegeben. Also ich lief. Ich glaube, da war es schon so, dass er da drauf lief. Keine Ahnung. Wie lange das schon her ist, und ob das passen könnte. Keine Ahnung. Aber da hat es einfach halt geleckt. Und deswegen werde ich das nicht wagen, dass wir das so machen. Sondern wir werden es dann ja so machen, dass wir dann die World Edit Axt sozusagen die Holzaxt dann nehmen und sozusagen damit das entfernen, das Wasser. Aber davor, bevor ich das machen kann, müssen wir ja, weil sonst wäre das halt rein Cheater. Also das Wasser zu entfernen ist halt eigentlich auch schon ein bisschen Cheater vielleicht fürs LP, aber einfach aus LP-Gründen, dass es ja sonst ewig dauern würde, bis das Wasser vielleicht auch noch weg wäre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert, würde das mit für alles, selbst die Pumpe das ganze Wasser abbekommen kriegt, weil die Pumpe kriegt eigentlich auch später das ganze gerade Wasser eigentlich abzupumpen. Deswegen halt lasse ich das eigentlich auch so und deswegen würde ich das vielleicht dann auch so machen, dass er den Teil dann eigentlich auch einfach mit der World Edit Axt sein, aber dann dafür müssen wir erstmal hier sowas machen. Wände ziehen, eine Decke. Aber an sich soll wollen, hatte ich vielleicht eher, vielleicht also gedacht, sozusagen, dass wir uns halt eine Glasdecke machen. Ja, da machen wir es ja nicht aus 0 auf 50 Glas, wir machen das aus diesem Glas, habe ich, weil die Belegung so. Ich muss mal sagen, mir kann man eigentlich eher selten in solchen Sachen reinreden. Was natürlich teilweise auch bei Arch sozusagen, wenn ich sozusagen wohl an sich die Imano sozusagen, mit denen ich eigentlich auch das S-Train und Starbound hier aufnehme. Ich meine, wenn wir Arch sozusagen zum Spielen baue ich am meisten schon irgendwie alles eigentlich, weil ich habe irgendwie halt mehr einen Plan. Ich meine, mehr kann man irgendwie halt schlecht hineinreden in meinen Plan. Deswegen steht da teilweise dann da so drauf rum. Was auch halt an mir liegt sozusagen. Da kann man mir eigentlich auch sozusagen schlecht reinreden, da rein. Wie es wohl drinne wird, da würde ich mich wohl zurückhalten. Würde ich mich mal zügeln, aber an sich für die Hauptsache, dass wir dann Glasdecke machen. Ich meine, an sich war es eigentlich auch sozusagen eine Idee, also diese Location. Ich meine, auch wie die andere. Sozusagen ein anderen LP an sich. Wer von euch an sich vielleicht Tom Shuffle kennt, er an sich hat der eigentlich auch vor längerer Zeit, ich weiß nicht genau wann, ich meine, das ist auch schon ein bisschen her wohl, halt an sich ein Tainted Light Let's Play gemacht. Da hat an sich eine unterirdische Basis, haben sie sich ja darüber aufgebaut. Und sowas hatte ich an sich vor, dessen habe ich ja diese Häuserverbindung sozusagen vorgeschlagen. Dass er sozusagen die Häuser untereinander verbinden, dass nicht dann jeder sozusagen zum anderen laufen muss, zu den einen, der die Kellerverbindung hat. Ist halt auch nicht ein praktischer Faktor. Hier werde ich trotzdem nochmal diese Balken verlegen. Hier und hier. An sich hier drinnen werden keine, sondern nur an diesen Seitenteilen sozusagen. Halt damit, dass wir sozusagen diesen unterirdischen großen Keller machen, den wir dann, aber so sozusagen die Wände und so Sache wird festgelegt, dass wir sind. An sich wäre auch eigentlich auch die Überlegung, bitte, naja, das. Wir werden eine Glasdecke machen, okay, aber ich glaube, an sich machen die Wände halt aus Stein einfach. Weil es einfach fallbar ist, sozusagen. Vielleicht machen wir es später auch mal aus anderen Materialien. Aber fürs Erste, wenn wir den Keller dann bauen, dass wir es aus Stein machen.
meine, weil hier habe ich sozusagen an sich bei mir im, den Großteller, den ich ja, den man ja auch eine Folge mal gesehen hat vom Natsuyo. Ich meine, eben in der vorigen Folge, vor dieser Folge, war ich einfach nochmal kurz oben und war die Sache der Zeit, dass wir da ja auch diese Sachen gefühlt mit dem Gras haben halt. Und das ist halt sozusagen ja die Sache. Ihr fragt euch sicher jetzt, warum ich da eine Decke abgetan habe, und ich habe festgestellt, das war schwach. Das habe ich einen zu tief gemacht. Oder? Ich werde es drüben abhängen. Der Technikbereich drüben ist auch noch ein bisschen. Wir machen das so. Dann war das, warum ich das wieder reingemacht. Dann müssen wir nochmal einen weiter vor, weil wir dann einen tiefer nochmal müssen. An sich soll dieser untere Bereich eine 5 Deckenhöhe haben, und er hätte es wohl eigentlich auch so gehabt, wenn ich sozusagen das jetzt nicht gemacht hätte. Hätte er die 5 Deckenhöhe, ja. Oh, Natwada. Die folgt Natwada. Wir haben wahrscheinlich schon den Tetsu hier, Tetsu, deswegen. So, ich will mal kurz schon mal den Weg mal abgucken. Die Rüstung ist auch schon ziemlich am Arsch. So, mach das anders. Hinhocken. So, dann nehmen wir schon mal die Herzen wieder. Dieser Map-Fehler. So, ich meine, dass wir die Turtle wird ja auch wohl auch dann bald wieder dann annehmen, wenn sozusagen die Sachen gemacht sind. Ich will jetzt erstmal den hinteren Hausbereich fertig bauen. Weil ich dafür sozusagen hier hinten werde ich dann sich das Haus fertig bauen. An sich, wenn mir ist wohl die Turtle-Sache. Verdammt, ich glaube, ich werde bis 150 aufnehmen. 500. Ich das hier weiter so mache. Ich darf das nicht lange machen. Sonst würde ich wirklich bis in Folge 500 aufnehmen. So, Eisen haben wir ein bisschen. Ein bisschen zurück. Wir messen jetzt nach der Map. Was ist das so prima? Das war Daumen. Weil an sich, wenn dieser Raum hier unterirdisch ausgehoben ist, an sich. Wer da drunter sozusagen dann die Turtle startet und die hinterste Bereich wird sozusagen an sich das Ende der Wand des Kellers festlegen. Den wir dann sozusagen diesen gemeinsamen großen Keller, den wir an sich Wahl an sich eine Idee, sonst müsste eigentlich sozusagen jeder einzeln baut. Ich meine, wenn ihr schon Let's Play selber machen, könnt ihr doch einen großen gemeinsame Sache ziehen. Einen weiter links hätte ich nachholen musst. Einmal rechts, glaube ich, mich. So, der ist ja ein Raum tiefer, dieser Gang hier. Okay. Da wird dieser Holzbalken einmal nach hinten besetzt. So. Perfekt gebaut, den dann zugemauert. So. Wird schon wieder dunkel. Das ist keine Schilde, die Läufe saniert. Wird schon wieder dunkel. Verdammt. Wir haben aktuell eine bisschen Luftbude hier. Ich glaube, nach der Aufnahme muss ich mal kurz eine Pause machen. Nach der Folge hier. Moment, ich stimme mit. Oh, das mache ich leer. So. Save Console, Save Console, 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 Console. Das habe ich eigentlich schon nicht so wirklich. Oder? Nein, für die Fallerstein-Bild. Bisher. Hat auch keinen von euch. Ja. Nee, ist noch den.
machen wir da mal weiter. Ich glaube, an sich würde ich das hier schon noch tiefer machen, länger machen. Das ist hier vielleicht fast. Die Seite wird auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Alter, was für ein Hausbau ist hier? Ich mach den mir auch los. Peter, du doch treuestes Haus hier. Ich weiß, dass man den Holzblock da nicht sieht. Ist mir schon klar. Vielleicht sieht man ihn aktuell nicht. Ich weiß auch noch jetzt, wie weit ich den Berg abtragen werde. Vielleicht mache ich das ja noch später. Das wird dann. Werden wir mal gucken. Weißt du, ist, ich meine, an sich fragt. Wir haben dann ja an sich aktuell, wenn wir das so machen, haben wir jetzt eine hohle Deckenhöhe. Das hier ist an sich der leere Bereich dann. Weil an sich auch, wenn ihr eigentlich das ganze technische Krempel alles nach unten, die Station hat ja. Wird sozusagen an sich, dass wir hier vielleicht auch sozusagen das machen, dass nicht unter der Decke erscheint, dass wir hier einen dünnen Strang Kabel anziehen können. Deswegen sozusagen nur die eine Deckenhöhe halt sozusagen in den Keller an sich, wird das eine Zwischenhöhe sozusagen. Vielleicht werden wir mal gucken, ob wir es eigentlich auch so machen oder ein bisschen anders machen. An sich sollen ja auch die anderen ja dann auch eingeweiht werden, eigentlich sozusagen, eigentlich mitzubauen. Das ist ja nicht alles allein, dass ich alles hier baue, sonst ich meine nicht, dass die anderen es nicht können, sondern dass die anderen vielleicht auch Ideen einfließen lassen können, ruhig. Weil ich halt teilweise eigentlich schon immer irgendwie bei sowas in den meisten Mitsprecher behalten. Ich meine, weil ich an sich meistens sowas mache, nee. Sozusagen, jetzt haben wir hier einmal, also machen wir das vielleicht noch mal so als Rundumgang hier oben. Das ist so der Drei-Breit-Raum-Umgang. Da drumherum, dahin und nach da zum nächsten Stock. Das hier die Treppen und dann jetzt hier drüben auch noch mal so ausgeben für den zweiten Stock. Das zweite Stockwerk. Das ist natürlich etwas, was wir noch nicht anfangen werden. Werde ich das hier noch tiefer machen? Okay. Machen wir das hier noch tiefer? Oder machen lassen wir das hier so? Wir machen nochmal sowas und dann nochmal so ein Teil hier, dann nochmal den da hinten dran. Dann haben wir die Länge. Ich mache hier einen Riesenraum. Ich glaube, das wird lustig, weil ich an sich so eine Raumart lustig zu bauen, weil ich glaube, sowas eher selten gebaut. Was man da wohl dort sieht in der nächsten Folge erst, aber wenn natürlich die Folge minimal kürzer ist, aber nicht minimal. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.